Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Exarde. Mit Mit mir, Sandkasten. dem Sandoron. Mit dem Sandkasten. Ja, ich bin Sandkastoron, der aus irgendeinem Grund mit Erde eingebaut ist. Ich weiß nicht, weswegen wir das gemacht hatten, aber es hatte schon irgendwie seinen Grund, Ja, mit dem hoffentlich. Knopf. Ich wollte dich einbauen nachher und dann war da der Knopf und dann hat sich das alles so gefügt. Das heißt, an allem ist der Knopf schuld. Genau. Dann baue ich ihn ab. Diese Macht darf nicht in falsche Hände geraten. Wohin gehst Oh, du? ich hab kurz eine Idee. Wie wohin Oh ich nein. gehe, was? Ich meine, was ist unser Plan? Ich bin so dezent verwirrt. Wir Wir haben. sollten, wie gesagt, in eine Höhle auf jeden Fall. Dann sollte ich, was heißt sie? Und mein Zeug weglegen. Ja, das solltest du vielleicht mal tun. Es regnet, kann das sein? Ich weiß nicht, wie du auf diese Idee kommst. Nein, ich habe das bei Optifine aus, weil es FPS zieht. Oh, das war eine ernsthafte Frage. Ups. Ja. Ich habe auf meinem Shader und die. Okay, ich sehe die Regentropfen an den Blättern irgendwie. So leicht, dass da was runtertropft. Ja, gib doch Und ich an, habe da dass du auf einen meinem Shader Shader, in hast. meinem Display da immer hier solche komischen blauen Tropfen. Warte kurz, ich mache mir erstmal noch ein paar Fackeln. Da fackel ich nicht lang und Ja. mache mir ein paar Fackeln. Sterben. Bin ich schon dabei? Jeden Tag aufs Neue. Wache ich morgens auf und versuche mich erstmal umzubringen. Und dann putze ich Also, mir die ich Zähne. warte hier auf dich. Ich bin schon da, mein Mr. Schnucki-Pupsi. Sandkast Toron. Ja, was willst du von mir? Wir gehen Höhlen suchen. Mein allerliebster Gauk. Gaukilaus. Das sieht alles so verträumt aus hier. Also, bei mir sieht es sehr Ja. nass aus. Nee, du hast so einen Schein um dir, weißt du? Das sieht voll strange aus. Gauk, was hast du vor der Aufnahme gegessen? Oder geraucht oder getrunken oder was auch immer? Ich komme raus. Okay, jetzt komme ich raus. Ja, stimmt, Also. Wasser. Wasser ist. Ach so, Sandoron. Ja, so heiße ich. Sandoron. Habe ich dir denn schon erzählt, was eigentlich der Sinn des Projektes ist? Nicht wirklich. Wir haben einfach nur gespielt. Das Ziel! Das Ziel ist es, den Enderdrachen zu töten. Wow. Also, ich hatte das echt vergessen zu sagen, ne? Ja, aber das ist irgendwie, ja. Es ergibt Sinn. Und dann, also, theoretisch hat das Projekt einen Abschluss. Ja, und zwar in der nächsten Folge, wenn ich all mein Leben verloren habe. Jetzt muss ich doch nochmal zurückschauen und schauen, was du da hochkommst. Ich komme hoch, ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem. Ich Du weiß zwar bekommst nicht. einen hoch, okay. Ja, ich brauche noch kein Da ist ein Viagra. Skeletoron, Achtung. Skeletoron. Das ist doch mein Namensvetter, der tut uns nichts. Der ist total brav. Skeletor. Ja, Skeletor. Ron. Don Don. Ron, don, don. Es rappelt Ah, im ganz Skeleton. langsam. Achtung, Zomboss! Ah, ja, ich habe den Boah, gespürt. Ich Alter, habe ihn so ganz hat sanft er an dich meinem linken Arm getroffen? gespürt. Nein, nein, der hat mich nur kurz gestreichelt. Ganz liebevoll. Das ist ein Spinni, das sieht uns auch noch. So, okay. Ich glaube, wir hätten schlafen sollen. Ja, das wäre echt. Wir hatten ja Betten, aber ich habe das. Nein, ich habe mir Enderman angeschaut, ganz flüchtig. Nein, 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 nein. Please don't, please don't, please don't. Da geht's nicht runter, Sandoro-Huhn, Au! Au! Sandoron-Baron. Ich werde von irgendwas getroffen. Oh, hi. Es ist so dezent Baron düster bei mir gerade. Sandoron. Ich höre einen Zombie. Ich habe kein Essen da. Also okay, das war echt schlau. Du bist super vorbereitet, ich merke schon. Warum will ich dich Ja, dann wir müssen unterschubsen? sowieso eigentlich Essen suchen. Wir hatten 20 Stücke Fleisch noch also. Nein. Doch. Ich habe reingeschaut. Du, ich habe mir davon 5 Stück mitgenommen. Da waren nur 2 Stück drin. Da waren über 20, da waren 24 oder so drin. Oh, danke. Gauk, du bist ein wahres Ver. Genie. Ich bin Vergaugtoron. Oh mein Gott. Wollen wir Warum bin es ich besser wagen? vorbereitet als Gauk?
Bitte sag mir, du hast wenigstens deine eigenen Fackeln dabei. Ja. Dann komm mit. Aber ich habe nicht mehr so viel Holz dabei. Naja, wird schon funktionieren. Okay. Oh. Warte, wie war das nochmal? Die Eisenspitzhacke ist total schnell kaputt? Nicht mehr so ganz. Im Gegensatz zur Exa, also es geht schon noch relativ schneller kaputt. Aber nicht mehr so krass wie im ersten Teil. Also das weißt du eh nicht. Aber sie hält ein bisschen länger. Ich komm nicht hoch, ich komm nicht hoch. Aua! Sandorin! Hilfe! Hilfe! SOS! Affenalarm! Hol die Stäbe raus da! Pass genau auf! Ich komme! Oh, ich komme! Auf. Wenn sie fallen, ist das aus. Warum singst du? Egal. Wo bist du gerade? Du bist ja den anderen Gang lang gegangen, oder? Im anderen Gang ist ja. Ja, pass auf, das sind Skeletten. Nicht daran. Pass auf. Bist du schon weg? Oh, guck mal, Silberfischchen. Wo bist denn du? Ich bin neben dir jetzt fast. Der Silberfisch tötet mich gerade halb. So. Hi! Ich hab's gemerkt. Du hast einen Pfeil in deinem Shit stecken. Was? Wollte ich dir nur gesagt haben. So, nee, vielleicht. Der steckt ja nicht drin. Oh oh, oh oh. Du hast die 1000 Skelette getriggert. Haha! Aua! Ah, der Ultra voll das Skillshot! Rinn! Du versperrst gerade die Möglichkeit, das zuzubauen. Das war nicht gewollt. Stimmt ja. Ja. Die Blöcke fallen ja runter, da war ja was. Ja, ups. Gut. So, im anderen Gang gab es aber keine Skelette, sondern nur dafür Eisen. Au. Eisen, stimmt ja, da war ja was. Schleisen, kreisen, um die Ameisen. Au. Nee, noch nicht. Ha. Ha. Es hat nicht geauert, tut. Du bist peinlich. So, kann ich das hier gemütlich abbauen? So. Ich wäre fast erdrückt worden von Erde, aber sonst geht's mir gut. Du brauchst dir keine Sorgen um mich machen, Gauk. Alles gut. Ja. Ich weiß, dass du sonst vor Sorge gestorben wärst gerade. Ich muss mal ganz kurz das nochmal raustappen. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Oh, 5. Cool. Dann kann ich ja noch ein paar Mal sterben. Mach, was du willst, Gaukilausi. Weil deshalb. Ich. Gaukilausi. Ja, Gaukilausi. Ich baue hier in Ruhe mein Eisen ab und versuche dabei nicht zu sterben. Au. Ja, das ist so dezentes Risiko, wenn hier ständig alles runterfällt. Wer kam auf die Idee, dass Stein runterfällt? Das ist doch im echten Leben auch nicht so. Doch. Dann habe ich bisher irgendwas falsch gemacht. Ja. Da muss ich dir in der Tat zustimmen. Der Grund ist zu weich, meine Fackel. Ach, halt die Klappe, Exart. Agroron. Das habe ich übersetzt. Du warst der Übersetzer? Ja, eigentlich war es auf Englisch. Kein Wunder, dass du es spielen willst. Hä? Du willst nur mit der Übersetzung angehen. Ich hab das nur kurz vor dem Projektstart nochmal übersetzt auf Deutsch, damit auch das ein Sandoron verstehen kann. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aua. In Wahrheit ist er der echte Programmierer. Will hier nur Werbung machen. Und um es runterzuladen, müsst ihr auf sein Patreon. Patreon? Klar, geht auf mein Patreon. Patrios Demistatus. Was? Thermostatus? Ja, Thermostatus. Kennst du das nicht? Gott, mein PC hört sich im Hintergrund an, als würde er gleich explodieren. Vielleicht tut er das. Wahrscheinlich kennengelernt zu haben, Gauk. Gauk, gestorben durch explodierenden PC. Ey, ich war gerade bei ein paar Freunden und die kamen an, ich kam da an und das erste, was ich von denen höre, hey, unsere Waschmaschine hat gebrannt. Wie, echt jetzt? Ja, bei denen hat im Waschkeller einfach die Waschmaschine angefangen zu brennen. Ich frag mich, wie ein Gerät, Wasser, ne? Was mit Wasser gefüllt ist, brennen kann. Aber es hat gebrannt. Aber am besten war immer noch die Reaktion von einem Kumpel.
weißt du, komplett die Waschmaschine, so halb geschmolzen, alles komplett schwarz, kommt er an. Ey, glaubst du, man kann das noch irgendwie reparieren, so mit Löten oder so? Mit Löten? Oder mit Klöten? Renn, renn. Nee, ich renn nicht, ich bin keine Pussy. Es ist dunkel, Gauk. Mach Licht. Brauch kein Licht. Ich brauche kein Licht. Ich habe keine Fackel mehr, ich bin auf Gauk angewiesen. Ach, hier sind wir wieder wahrscheinlich. Oh, noch ein Creeper. Hi, Creepy. Achtung. Ich habe Rüstung, ich bin stark. Oh, der ist auf mich getriggert. Haha. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist auch gar nichts mehr getriggert. Wenn der TNT droppt, renn weg. Echt? Ich dachte, ich soll es aufheben. War das nicht der ursprüngliche Plan? Was? Wenn der TNT droppt, muss ich hinrennen, das TNT ablecken und aufsammeln. Nein, Sanora. So stand es aber in der Wiki. Na klar, so stand das bestimmt da. Ich bin nicht so gut im Englischen, also vielleicht habe ich da so ein, zwei Wörter falsch übersetzt. Aber ich habe es aber übersetzt. Ich sag doch, dann will ich nur damit angeben. Es gibt keinen anderen Grund für dich, das zu spielen, außer dass du damit angeben willst, dass du alles übersetzt hast. Nee, ich hab wirklich nur das hier übersetzt, kurz, damit das ein Sanderon versteht. Danke. Und warum nicht auf Russisch? Ich kann gar Russisch! Lern's! Das ist wichtig! Nein! In 10 Jahren denkst du anders. Mehr Nein. darf ich dir leider nicht sagen, sonst muss ich dich umbringen. Da muss ich Chinesisch rennen. Lernen. Aber, oder in Indisch gibt's ja gar nicht. Es gibt doch nur Tagalog? Wie heißt es? Für mich ist es Indisch. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja auch irgendwie kein Chinesisch in dem Sinne, sondern Mandarinen, ja. Orangen, Cantaloupe. Mandarinen und nee, Katalan war nicht, nee, das war in Spanien. Und was war mit Pomellen? Was mit Pummel? Pummeluff. Wusstest du nicht? Pummeluff ist in Wahrheit Chinese. Nee, Pummel. Uff. Kennst du das aus Roblox, das Uff und so? Wer spielt denn Roblox? Ich nicht, aber der Sound ist... Ja. Gauk hat sich gerade als Roblox-Fan geoutet. Garantiert outete er sich auch gleich als Furry. Ich warte nur darauf. Was? Ich weiß es nicht. Ich oute mich als Furry Tail. Ja, als Furry Tail. Du bist ein Furry Tail. Als ein Tierschwanz. So kann man Furry Tail auch übersetzen. Okay, rennen! Ist das so böse? Oh! Ja. Es hat uns das Eisen abgebaut, wie nett! Nein, es ist explodiert! Oh, aber es hat Eisen nochmal freigesetzt. Nennt man das freisetzen? Freilegen. Ja. Das ist, wenn der Po wehtut, deswegen. Nee, ich setze mich lieber hin, statt mich hinzulegen. So viel zu, das hat kein Eisen abgebaut. Hier lag ein Stapel Eisen. Ein Stapel. Ja, ein Stapel. Please stop it. Den Stapel. Oh, da ist gerade eine Wand aufgetaucht. Das tun Wände für gewöhnlich nicht. Echt? Warum? Oh mein ganzes Leben ist eine Lüge. Ja. Ich darf echt nicht damit anfangen, sonst kommen wir wirklich Tränen. Wir kommen schon Tränen. Ich habe Gauk zum Heulen gebracht. Erfolg. Lebenserfolg. Ich wäre nicht voll der gute heulende Schauspieler, weil ich immer heule, wenn ich irgendwie heulen will. Ja? Ich sehe dich nicht mehr. Da bist du. Du warst plötzlich unter mir und dann warst du nirgendwo und dann warst du überall und dann... Überall? Ja, wer hat jetzt hier was geraucht? Ich. Kann ich gar nicht. Ich habe kein Essen mehr. Ich habe rohe... Nein, stopp. Ich esse jetzt mir brate mir jetzt mein Essen. Cool. Mist. Ich wusste es. Warum bist du so ein Ninja-Looter?
Wie geht das? Sag mir wie! Yes! Geninja lootet. Nein, hast du nicht. Was? Hä? Wie? Was? Hä? Hast du dein Hühnchen reingepackt? Ja, aber wie hast du gerade was aus meinem Inventar genommen? Hä, ich hab. Hä? Ich hab nichts aus dem Inventar genommen. Das Steak war gerade in meinem Inventar und dann war es plötzlich weg. Ja, das war ein Bug bei dir. Ein Anzeigefehler. Dein Leben ist ein Anzeigefehler. Deine Mutter ist ein Anzeigefehler. Woher weißt du das? Russland ist ein Anzeigefehler. Je nachdem, wie man es sieht, etwa. Stimmt, Russland ist ein Anzeigefehler, weil es ja an sich ja natürlich viel größer wäre als jetzt. Ja. Das müsste da so. Da kam jetzt auch noch die Krim dazu. Warte ab, bis Berlin dazu kommt, du. Hm. Nee, aber ehrlich mal, irgendwas. Was war da noch? Irgendwas anderes außer die Krim? Bei Finnland? Nee. Keine Ahnung, du. Was wollten die denn noch? Alles ist Russland. Du bist Russland. Ich aber bin Japan, Russland. Die Inseln da. Ja, da sie sind Russland. Stimmt, die wollten Japaner abknüpfen. Russologie, die Lehre des Russlands. Die wollten das Anime-Land abknüpfen. Kann ich verstehen, die haben Waifus. Gauk, warst du mal wieder böse? Brauchst du mir wieder ein bisschen Spanking auf den Ästchen? Au, 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 au. Richtige Reaktion. Oh ja, genau da. Oh, ja. Okay, hallo Skelett. Tron. Skelettron. Haben wir uns doch drauf geeinigt. Oh, das Enderman. Nicht anschauen, nicht anschauen, nicht anschauen. Warte, ich hab ne Idee. Wie nicht anschauen? Er sieht aber so schön aus. Ja, Enderperle. Oh. Der Ton ist immer noch da. Ich weiß. Der knarrt gerne mit seiner Türe rum. Noch im Jenseits. Was ist eigentlich das End für die Enderman? Ist es für die so wie das Jenseits oder wie das Diesseits? Dann wäre ja das bei uns Jenseits. Was passiert dann, wenn sie hier sterben? Wir sind weg für immer. Bei denen gibt es kein Jenseits. Das ist die langweiligste Antwort. Das ist das Jenseits. Aber am Ende ist es Diesseits. Wenn sie hier sterben, ja, dann war's das. Aber vielleicht landen sie auch wieder im End. Und vom End kommen sie dann wieder hierher. Exorzismus? Aua, ich sehe nichts. Du meinst Nekrozismus? Aua. Ich brenne. It's burning, Gauke. Hallelujah. It's Gauke. Burning, Gauke. Ja, Gauke. Warum ist da hinten eine Spinne? Ich habe keine Ahnung, aber dir steht der Pfeil in der Schulter. Nee. Ist das ein Minenschacht? Nee, das kann nicht sein. Ich habe nichts mit mir stecken. So mag ich's auch. Wenn nichts in mir steckt. Ich war nützlich. Ich habe ja, einen Stein gesetzt. Ein Block lang warst du nützlich, Sandoran. Das ist ein Block mehr als sonst. Ich höre sehr viele Gegner. Hallo, Creeper. Oh, oh. Au. Ich glaube, da unten sollten wir nicht runter. Oh, die Zombie-Zwillinge. Ich will dich da reinschubsen. Ich will dich so da reinschubsen. Die Leder-Zombies. Was schubsen? Nein, hör auf. Wenn ich dich schubse, dann ist es nur aus Versehen. Nein, hör auf. Hör jetzt auf. Ich habe nur die Zombies besiegt. Ich war ein guter Dude. Oh. Ich werde mal abhauen, weil ich habe nur noch wenige Herzen gleich. Und das gefällt mir nicht. Ey, du, Dito. So, renn weiter. Lass uns einfach abhauen. Aua, 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 aua. Ich hoffe, du bist hinter mir. Sagt der Bauer, aua, sagt der Gauka. Und ich hoffe, ich renne in die richtige Richtung. Warum rennst du weg? Ich renne heim. Ich dachte, wir gehen jetzt heim. Und schlafen da erstmal in der. Ja gut, wir haben ja eh schon ein bisschen was? Essen. Dann können wir auch. Okay, dann beenden wir hier jetzt in der Höhle die Erfolge. Und dann, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, was denn?
Ich bin verwirrt. Haben wir schon. Oh, tschüss. Wir haben, tschüss.